Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play House Flipper. Ich habe jetzt in der letzten Folge so die Ruckler ein bisschen wieder hier losgeworden. Hab geschaut gehabt, so was, woran das lag, was in der letzten Folge so viel am, ja, so, wie soll ich sagen, so nicht ganz flüssig lief, die Frames bisschen so zu viel verbraucht wurden. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter. Anscheinend läuft es ein bisschen flüssiger. Ich weiß noch nicht, woran das genau jetzt liegt, dass es nicht mehr so ganz flüssig läuft. Aber schauen wir nächstes Mal. Jetzt machen wir erst einmal, hatte ich überlegt gehabt, den hier zu machen. Hatte ich mir vorhin nochmal angesehen gehabt und dann habe ich gemerkt gehabt, so, dass der komplette Bildschirm hier nicht im Bild war, sondern irgendwie nur dieses Stückchen hier. Und dann so, was mache ich da jetzt? Habe ich dann nur nochmal zurückgegangen und schau gehabt, was machen wir da, ändern wir jetzt. Aber ich habe überlegt gehabt, so, dass wir den hier jetzt machen. Ein idealer Kauf für ältere Menschen und Gartenliebhaber. Auf dem Grundstück befindet sich nur ein kleines Haus, das erfolgreich als Speicher genutzt werden kann. Der Rest des Platzes gehört Ihnen. Warum nicht einen Traumgarten darauf anlegen? Und ich habe mir überlegt gehabt, warum nicht? Machen wir jetzt. Ja, wir wechseln auch direkt darüber. So. Oh, das ist aber viel hier. Ach, die beiden überlappen hier. Ah, okay. Ich würde sagen, aber wir fangen erst einmal. Komm, wir nehmen den großen Rasenmäher. Und fangen. Wir fangen hier an. Ja. Und reißen alles hier nieder. Boah, seitdem wir Rasen mähen können, ey, ich liebe das Ding. Ne, ich finde es nur halt richtig doof, dass wir nicht ganz bis hinter die Wand da kommen. Und die Steuerung von dem Rasenmäher ist nicht gerade das Geilste. Aber ist mir auch egal. Immerhin können wir hier durch den Baum mähen. Zwar nicht durch den Baum. Ist das überhaupt ein Baum? Kann ich jetzt mir nicht richtig ansehen. Egal. Können wir hier machen, was wir wollen. Ich glaube, wir können hier auch so einen Spielplatz oder sowas machen oder so einen kleinen Park oder was weiß ich. Ich würde sagen, wir machen dieses Mal hier etwas eher farbenfrohes. Und neuer Fertigkeitspunkt. Den schauen wir uns mal gleich an. Und das Bild ist wieder am Ruckeln. Es lädt wieder Ewigkeiten. Ne, doch nicht. Hä? Okay. Muss ich vielleicht den Rasenmäher erstmal wegmachen oder wie? Egal, dann schauen wir uns das gleich an. Dann machen wir erstmal den Rasen hier fertig. So. Die machen wir noch weg hier, Mann.
Einmal den ganzen Müll hier auch noch mit Rasen. Mitmähen. Dann machen wir hier vorne weiter. Und da. Habe ich den nicht mit eingesammelt? Doch. Ach, hier vorne habe ich was vergessen. Ah, die kann ich nicht wegmachen, okay. Mach ich dann gleich irgendwie separat weg. Boah, ich liebe es wirklich Rasen zu mähen. Aber es ist mir einfach irgendwie viel zu viel Rasen hier, ey. Aber egal, diese Folge wollten wir. Okay, wollte wohl eher ich. Aber diese Folge wollten wir halt mal den großen hier Rasen hier mal machen. Und dann ab der nächsten Folge machen wir wieder mal ein vernünftiges, normales Haus. Was nichts mit Garten und so zu tun hat. Oder vielleicht eher wenig mit Garten. Obwohl seit dem DLC hat jetzt alles mit dem Garten, glaube ich, auch mit zu tun. Aber ist dann nicht mehr so die oberste Priorität, sagen wir so, für uns. So, da bin ich aber auch gleich froh, wenn wir den Rasen fertig haben. Ist nämlich ein bisschen viel Rasen, finde ich. Und ich finde es doof, dass ich die Blumen nicht mitmähen kann. Aber auch an sich, wenn ihr euch an die letzte Folge noch erinnert, an sich aber auch wiederum gut. Denn ich hatte in der letzten Folge mir auch extrem viele Sorgen gemacht, ob ich nicht auch so was in den Busch hier mitmähe. Weil die Steuerung so ungünstig ist, sagen wir mal ganz vorsichtig. So. Und das bisschen noch. So. Ja, ist eine richtig schlimme Müllhalde hier, ey. Was war denn hier gemacht worden, dass hier so viel Müll ist? Nimm eine Schaufel. Ach krass, muss ich so den ganzen Müll hier wegmachen? Einmal geht so schneller. Was ist das? Mit Nahrung füllen. Ja. Einfach machen wir den Mist hier weg. Ja, wieso wurde ich hier nicht aufgeräumt? Da frage ich mich ja auch. Ist ja richtig schlimm hier. Mm-hmm.
Nee, da werde ich wahrscheinlich eher gleich irgendwann verkaufen. Ach, die Dinger sind noch dreckig. Vorne ist auch noch irgendwo was. Nee, hier muss das sein. Da. Fußabdruck war das. Die verkaufe ich später. Da sind noch ein paar Graffitis. Die müssen weg. Und wir weiter den Müll hier weg. Jo. Ein echter Schrottplatz hier. Nee, so. Nice, du gehst viel, viel schneller. Und hier noch. So, jetzt ist nur noch der Müll hier. Was haben die hier gemacht? Das ist ein echter Schrottplatz. Kann auch nicht verstehen, dass Leute hier auch gerne hingehen wollen würden, so wie das aussieht. So, das erste, was wir hier gleich machen, Rollrasen auflegen. Und die Dinger hier verkaufen. Weg, weg, weg. Hallo? Ich wollte schon sagen, warum verkauft ihr den jetzt nicht? Und hier noch. Neue Fähigkeit. So, schauen wir uns mal die Fähigkeiten an. Hier haben wir wieder was. Aufräumen 50% schneller, nehmen wir. Und hier einschätzbare Geschwindigkeit zum Legen des Vollrasens, nehmen wir auch. So. Dann schauen wir uns mal an. Hier, die Dinger können wir auch bestimmt alle verkaufen. Ne, entfernen. Kann ich die auch so entfernen? Ne, ich muss die schon so verkaufen. So, und weg. So, da hinten müssten wir auch noch irgendwo welche haben. Da. Und den Busch. Den können wir verkaufen, okay. Den verkaufen. Den Baum fällen, fäll ich gleich. Das hier verkaufe ich noch. So. Kann ich hier mit einer Axt rumlaufen? Ne. Ich muss den schon so fällen. Ach, das ist kein Baum. Okay, das ist aber ein Baum. Und weg damit. Wie weit geht das denn wohl? Nicht schlecht.
Aber machen wir erstmal alle weg. Alle Bäume hier weg. Timber! Aua. Sieht schon interessant aus hier. Timber. Kann ich hier nicht irgendwie eine Kettensäge oder sowas haben? Timber! Timber! Und nächste Baum. Erinnert mich irgendwie ein bisschen so auch an Echo oder The Forest. Die Bäume fällen, die Bäume schlagen. Hätte ich auch mal Bock zu Let's Playen beides? Oder was meint ihr? Nächstes Let's Play hier The Forest oder Echo? Ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben, auf was ihr mehr Bock hättet. Würde ich mich freuen. So, weg damit. Weg, weg, weg. Oh, da sind noch so viele Bäume, ey. Hier hinten auch noch. Werden die Bäume dann eigentlich dann verkauft oder so? Nee. Gewinn ziehe ich dadurch nicht. Schade. Das wäre schön gewesen. Hätte ich dafür jetzt irgendwie noch einen Gewinn oder so weiter ziehen können. Komm, die drei machen wir auch noch weg. Und die hier. Was war mit dem Baum jetzt auf einmal? Habt ihr gesehen, wie der geflogen ist? Noch weg. Dann entferne ich die drei hier noch. Und den da. Und das sind jetzt dann die letzten. Hallo?
Ich habe so das Gefühl, nicht immer will der den Baum fällen. Aua! Ja, Mann, jetzt sind wir alle Bäume hier los. Dann können wir auch mal reingehen. So. Und hier die Müllhalde wegmachen. So, die verkaufen. Und dann. Hier ist irgendwo noch was dreckig. Nur keine Ahnung wo. Ah, okay. Wollen wir den Fußweg hier nicht auch einfach wegmachen? Denn den brauchen wir auch nicht wirklich. Was machen wir hier draus? Shop. Boden und Decken. Ne, wir fangen erstmal mit den Wänden an. Wir nehmen eine Farbe. Was für eine Farbe können wir hierfür nehmen? Ich würde sagen, wir nehmen hier mal so eine Türkis. Mal etwas Fröhlicheres. Und streicht hier dann auch. Wir fangen erstmal mit der Decke an. So. Nice. Füllen wir nochmal nach und dann fangen wir mal mit der Wand hier an. Immer so schön, wie schnell die Farbe hier mal leer geht. Hält einen motiviert. Zumindest für, um noch mehr Farbe zu kaufen. So. Hier, da, da. Und hier. Ja, kann sein, dass die Farbe doch nicht reichen wird. Sieht auf jeden Fall sehr knapp aus. Ja, vielleicht noch einmal nachladen, auffüllen und dann ist es auch schon wieder leer. So, hier noch. Hier. Hey! Hat sogar gereicht. Nice. So, dann brauchen wir noch Böden, Abdeckungen. Ja, komm, wir nehmen das. Sieht viel schöner aus. Dann sieht das hier aus wie so ein Himmel und das hier wie eine Wiese. So, dann brauchen wir hier noch Rollrasen. Bodenbedeckung, Grasrolle, hier Rollrasen, XXL. Thank you.
Oder warte mal, machen wir mal so. Bis es nicht mehr geht. Und los. Nice. Zum Entfalten der Drift halten. So. Schneiden und abschließen oder. Ah, okay, ich muss hier abschließen. Dann nochmal. Muss ich jetzt hier machen. Okay. Muss ich so machen, oder wie? Ja. Für dieses bisschen muss ich aber noch was machen. So. Und hier nochmal. Dann gibt es hier hinten auch noch was. Dann noch. Hier, dann würde ich sagen, auch direkt daneben machen wir dann hier und hier und hier und hier. So, Taschenlampe an, wird langsam dunkel. So. Da haben wir soweit erstmal alles. Fehlt noch das hier. Ich finde es auch irgendwie nice, wie es da oben auf der Minimap auch angezeigt wird. Ich würde aber sagen, zuerst machen wir den dann. Weil ich irgendwie die Sorge habe, das wird wahrscheinlich auch nicht ganz so passen. Mit dem da, was ich da noch habe. Doch, optimal. Geil. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es so geil passt. So, aber ich glaube, einmal brauche ich den noch. Einmal. So. Ah, einmal noch. Einmal muss noch. Aber dafür braucht, glaube ich, den hier. Ja. Und das war's dann. Nice.